Hallo und willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past mit dem Link mit den pinken Haaren, jawohl. So, das letzte Mal haben wir hier im Palast der Dunkelheit angefangen und haben eigentlich schon auch schon so gut wie fertig. Wir stehen kurz vorm Endboss und deshalb laufen wir doch einfach mal nach unten und... Ach toll, ich hab keinen Bock, wenn ich das schon sehe. So, du! So. Alles bestens, Schlüssel haben wir noch. Und hier müssen wir, mit Bomben arbeiten, weil ansonsten... Oder? Ah, ne, wir hätten auch schießen können. Na egal, dann halt so. Naja, die Bombe kriegen wir wieder. Da kriegt man noch eine. So, auf in den nächsten Raum. Ei, ich hab ganz vergessen den. So, den richtigen auszurüsten hier. Holla, das war knapp. Okay, So, den nehmen wir auch weg. Na komm, so. Hi. So, du auch. So, wo ging da was auf? Ah, da drüben ging was auf, okay. Gut, huch, das war jetzt schon mal eng, eng, eng. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier noch was sein müsste. Ist es aber nicht. So, dann... Du bewegst dich nicht. Ja, welcher von denen bewegt sich denn jetzt? Der letzte, wie immer. So, und da kommen noch mal zwei. So, Wunderbärchen. Okay. War jetzt wieder etwas ruhiger und jetzt geht's zum Endboss. Und beim Endboss will ich eine Spezialtaktik ausprobieren. Wie die funktioniert, erkläre ich dann, wenn es soweit ist. So, das ist der Endboss. Und der hat diese olle Maske auf. Au. So, die teilen sich und die... das ist uncool. So. Na. Wärst du mal... Hier, da muss man aufpassen. Jetzt. Jawohl, da geht schon der zweite flöten. Und komm, Putt-Putt. Zeig uns doch mal dein schönes Gesicht, du. Mann, eben hatte ich mehr Glück als Verstand. So. So, und jetzt kommt die Spezialtaktik, denn jetzt können wir die goldene Biene auf den loslassen. Und ihn ein wenig behaken. Ach, Mann, ich stelle mich aber auch an. Nee. Oh, ich bin kurz vorm Sterben. Komm. Ich hatte den doch. Toll. Jetzt sind wir das erste Mal gestorben. Fee, komm raus. So. Und da... toll. Ja, da ist er tot. Haben wir den Palast geschafft. Jetzt schafft... Ich kann die Mücke nicht mehr einfangen.
Normalerweise geht die auf die Gegner los wie blöd, aber hier anscheinend nicht. Okay. So, Herzcontainer. Und die erste, der erste Kristall. Wir haben die ersten, das erste Mädchen freigespielt. Und die Mücke macht einen Krach bis zum Umfallen. Ja, normalerweise sollte die auf die Gegner losgehen, aber ist jetzt egal. Ich werde sie jetzt nicht mehr benutzen, jetzt kann die mich mal. Link, ich danke dir. Durch dich konnte ich dem grausamen Monster entrinnen. Ja, danke schön, bitteschön. Einst war dies das goldene Land, wo sich das Triforce, die goldene Macht, befand. Doch als Ganon, der Anführer der Diebe, sich diese Macht zu eigen machte, verwandelte er das goldene Land in die Schattenwelt. Nun will er Hyrule erobern. Mit unseren Kräften hat er das Siegel zum Tor nach Hyrule gebrochen. Doch das Tor ist noch nicht ganz auf. Wir haben noch eine Chance. Wir sieben Mädchen, allesamt Nachfahren der Weisen, können gemeinsam den Zutritt zu Ganons Versteck öffnen. Ich sage dir nun, wo die anderen Mädchen festgehalten werden. Mit dir wird es uns gelingen, Ganon zu bezwingen. Dann kann ich wieder ich selbst sein. Ja klar, helfen wir doch. Hast du alles verstanden? Natürlich haben wir alles verstanden, sonst müssen wir uns den Käse nochmal anhören. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Und möge die Wacht mit dir sein. Immer doch. So. Tja, ich würde sagen, wir haben es tatsächlich geschafft hier. Ich habe jetzt, werde jetzt wieder den altbekannten Trick anwenden, indem ich hier einmal speichere und beende. Denn wir haben mit dem Hammer jetzt die Möglichkeit, ein paar neue Orte zu begehen. Und das habe ich jetzt auch vor. Und zwar werden wir jetzt erst einmal uns ein wenig Reisefreiheit verschaffen in der Schattenwelt. Beziehungsweise in der Lichtwelt vor allen Dingen. So, wenn wir mal hier rüber gehen, kommen wir hier an einen Ort mit tollen Holzpflöcken. Und da wir jetzt hier den wunderbaren Hammer haben, finden wir hier einen Teleporter, der uns in die Schattenwelt an genau dieselbe Stelle bringt. Und hier dieses Phallus-Symbol machen wir gleich mal dem Erdboden gleich. Und ich möchte an einen ganz bestimmten Ort gehen heute. Wobei, ich möchte erstmal gucken, wer wohnt denn eigentlich bei uns daheim jetzt? Du bist ein Schwein. Grunz, grunz. Bomben, mächtige Bomben, 30 Stück nur 100 Rubine, Bomben, kauf Bomben. Ich kann nur 10 tragen, du oller Sack. Tja, da verkauft einer Bomben in unserem Haus. Schrecklich. So. Was war denn hier? Da ist hier auch ein Brunnen, der auch voll ist mit Feen. Und da wir hier auf die olle Biene verzichten wollen, nehmen wir jetzt erstmal noch ein paar Feen mit. Wobei die Feen in diesem Spiel, das wollte ich eigentlich noch gesagt haben vorhin, bei dem Endboss, die Feen sind eigentlich gar nicht so toll, wie man jetzt meinen könnte. Na toll. So, die sind wenigstens nicht so stark. Ja, die Feen, die sind hier eigentlich nicht so toll. Die sind für die N64-Teile meiner Meinung nach ganz gewaltig, wie soll man sagen, aufgewertet worden. Also die sind im Prinzip sind sie in den N64 und in den ganzen späteren Teilen total overpowered. Weil hier geben sie nur 7 Herzen wieder, in den anderen geben sie dir die volle Herzzahl zurück. Und ich finde es irgendwo cool, dass es hier wirklich nur 7 Herzen sind, weil ansonsten in den ganzen N64-Teilen ist der rote Zaubertrank, ja, total nutzlos eigentlich, weil man ihn gar nicht braucht, weil er keinen Sinn hat. Wenn ich dort einen roten Trank will, dann nehme ich meine Fee mit. Was soll's? Die hilft mir sogar, wenn ich einfach mal so sterbe. So, und das ist der Grund, weshalb wir hier sind. Dieses komische, Fieder. Hallo. Kaum bin ich hinein in die Schattenwelt, werde ich in diese Gestalt verwandelt. Früher habe ich das Flötespielen sehr geliebt. Das vermisse ich nun sehr. Da gab es einen kleinen Wald mit vielen Tieren. Den würde ich gern wiedersehen. Ja, das haben wir ja schon gesehen damals.
Dort habe ich meine Flöte zusammen mit Blumensamen vergraben. Bitte, suche nach der Flöte. Ajo, machen wir. Ich leihe dir gern meine Schaufel. Viel Glück bei der Suche. Dudeldum. Du hast dir eine Schaufel geliehen. Damit kannst du im lockeren Erdreich graben. So. Nein, ich wollte die Schaufel. Weil damit können wir jetzt sowas hier tun. Und da, wenn man mal Glück hat, findet man irgendwas. Aber wir wollen ja nicht hier graben, sondern wir wollen in der Lichtwelt graben. Jawohl. Und da ist er. Das ist unser Freund, glaube ich. Da-da-dum, du-di-di-di-dum, di-di-dum. Und da ist er weg. So. Jetzt suchen wir dort, wo Blumensamen sind. Du nicht. Ja. Da ist auch nichts. Jetzt graben wir hier mal ein bisschen um. Ja. Bis wir die Flöte gefunden haben. Denn die Flöte wird uns hier ganz gewaltig unter die Arme greifen in diesem Spiel. Die ist sogar ein Gegenstand, ohne den es nicht geht. Warum? Das werde ich euch gleich noch zeigen. Wir haben ja noch Zeit. Jetzt macht doch mal das. Ja, toll. Wahrscheinlich ist sie genau da drunter. Ich frage mich aber immer noch, wieso der die. Ja. Komm. Ah, da ist sie. Tada! Hier ist die Flöte. Ihre Musik verfügt bestimmt über geheimnisvolle Kräfte. Ja. Genau. Jetzt gehen wir mal zurück und reden mal mit dem. Wir haben ja seine Flöte gefunden. Gucke mal. Guck mal, was ich Hübsches habe. Danke, Link. Aber in dieser Gestalt kann ich die Flöte nicht mehr spielen. Bitte, nimm du sie. Und solltest du irgendwann mal nach Kakariko kommen, dann gib sie dort dem etwas verschlafenen alten Mann. Würdest du das für mich tun? Oh, ich spüre, wie meine Erinnerung langsam verblasst. Bitte, spiel mir ein Lied. So, jetzt spielen wir für den. Und er wurde zum Baum. So, das war die traurige Geschichte des Flötenspielers. Naja, eigentlich noch nicht ganz, denn wir haben ja einen Auftrag bekommen. Und in der Lichtwelt, die wir ja hier betreten können, im Gegensatz zu den anderen, werden wir jetzt mal schauen, dass wir die Flöte dem etwas verschlafenen Mann bringen. Wie gesagt, ich kenne mich hier ein bisschen aus. Ich weiß, wo die Teleporter liegen. Hier war doch vorher nicht so viel los. Ja, man merkt schon, jetzt wo die Schattenwelt offen ist, sind hier sehr viel mehr Wachen unterwegs. Und man wird auch merken, in Kakariko möchte ich sowieso erst noch eine andere Aufgabe erfüllen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht genau, ob wir das schon gemacht haben. Ich weiß, dass wir hier waren. Wir haben ein bisschen mit den Hühnern gespielt. Und irgendwo, war hier nicht noch was? Zumindest mal nicht das, was ich jetzt hier vermutet hätte. Aber es ist hier noch etwas, nämlich ein Holzpflock. Für unseren Hammer. Und deshalb eine Etage nach unten. So, hier finden wir Geld, da finden wir nichts. Und hier ein komisches Ding. So, hier streut man jetzt ein bisschen magischen Puder drüber. Ich weiß halt, wie es geht, Leute, es tut mir leid. Und da kommt ein Vieh raus. Ah, wie kannst du es wagen, mich aus dem Schlaf zu reißen? Ich verfluche dich! Ah, das schreit nach Rache. Mach dich auf was gefasst. Ah, na, gefällt dir das? Autsch! Hey, was machst du? Ach, siehste, ab jetzt wird nur noch halb so viel Magie abgezogen. Gut, nicht? Das freut dich, was?
Na dann, toi 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 und mach's gut. Was ist mit dem los? Toi 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 und mach's gut? Nee. Voll verarscht habe ich dich, gell? So. Ja, mit dem Schwert sollte man vorsichtig sein. Ich hab's ja schon mal demonstriert. Und jetzt suchen wir den etwas verschlafenen Mann. Und ich weiß natürlich, wo der ist. Nämlich hier. Hallo, etwas verschlafener Mann. Schnarcht. Und der sollte eigentlich was mit der Flöte anfangen können. Diese Flöte. Hat meinem Sohn gehört. Hast du ihn getroffen? Wo ist er? Geht es ihm gut? Oh, ich verstehe. Dein Blick verrät mir alles. Bitte, behalt du die Flöte und spiel dem großen Dorfvogel eine Melodie vor. Das wäre auch im Sinne meines Sohnes, wenn ich ihn nur noch mal sehen könnte. Ja, und genau das werden wir jetzt tun. Wir werden jetzt zum Dorfvogel gehen, der mich schon so einige... Oh Gott, hier ist ja die Hölle los. Man sieht auch, die Leute sind nicht mehr auf der Straße. Und jetzt spielen wir dem Dorfvogel mal eine Melodie vor. So, und ein Enterich, der da rumfliegt. So, da ist der Enterich. Ja, und das ist auch der Grund, weshalb die goldene Biene in der einen Folge hier die ganze Zeit auf diesen ollen Vogel hier geflogen ist. Wegen diesem Enterich, der da drinnen versteckt war. So, jemine, ey. Hier ist aber jede Menge Wachen unterwegs. Und man merkt es auch, die Leute sind etwas unredseliger. Ui, Link, du wirkst ja richtig erwachsen. Bitte, rette unser Dorf. Die hat ja vorher richtig viel erzählt, als wir das Masterschwert noch nicht hatten. Aber jetzt sind die... irgendwie alle nicht mehr ganz so redselig. Na gut. So. Ja, und das kann ich jetzt gerade mal demonstrieren. Wenn wir jetzt die Flöte spielen, kommt die olle Ente und wir können verschiedene Dorforte in Hyrule besuchen. Nämlich ganze 8 Stück sogar an der Zahl. Und ja. Jetzt muss ich gerade nur überlegen, wie kommen wir hier wieder raus? Ja, auf X mal mit nicht. Ich muss gucken, wie man das Ganze jetzt dann abbricht, wenn man den... Ah, toll, da ist schon wieder so ein Oller. So, aber was ich noch machen wollte, ich will noch ein Herzteil holen. Wir haben noch 1 Minute 30 und die will ich nutzen. Und zwar, ich habe in der letzten Folge, bevor wir dem Arganim in seinen Hintern getreten haben, hier oben... Ne, es war eigentlich die vorletzte Folge, aber ist ja auch egal... Oh, dafür darfst du zahlen, Drecksack. So, da war nämlich, da haben die Gebrüder A und B Holzfell. Oder? Heißen die Holzfell oder Holzfell R oder Holzfall oder... Holzhack, Holzhack, Entschuldigung. Diesen Baum hier angesägt und wenn wir den Baum hier jetzt, bisschen anrempeln, dann kommt ein, ja, ein Loch zum Vorschein. Und da springen wir jetzt einfach rein. So, und da ist... Hier ist ein Feenbrunnen. Nur, dass man mal gesehen hat. Weil wir brauchen keine Feen. Wir sind voll ausgestattet, was das angeht. Und hier ist das Herzteil. Du hast dein Herzteil gefunden. Genau. So. Und damit würde ich sogar fast sagen, wir haben jetzt so ziemlich
das abgefrühstückt, was man zum jetzigen Zeitpunkt in dem Spiel machen kann. Deshalb würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge einfach weiter. Dann werden wir wahrscheinlich wieder bei Links Haus irgendwo starten und zum zweiten Palast gehen, den man hier natürlich nicht sieht, weil es die Lichtwelt ist. Aber hier unten sieht man den Ort, an dem unser Portal ist. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Wir haben jetzt hier ordentlich den ersten Palast schon mal gerockt und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin denn, tschüssi!